geschrieben. Und weiter. Hi, herzlich willkommen bei Me and Me Dog TV. Heute mit den 9 wichtigsten Kommandos im Alltag. Und ich möchte euch heute in diesem Vlog einfach mal zeigen, welche Kommandos wir im Alltag benutzen, wie das mit der Mia so ausschaut und auch in welchen Situationen wir sie benutzen. Ich werde euch in diesem Video leider nicht erklären können, wie ihr die einzelnen Kommandos eurem Hund beibringen könnt. Ihr könnt aber gerne mal bei mir im Kanal in der Kategorie Hundeerziehung, Welpenerziehung schauen. Dort habe ich schon einige Kommandos gezeigt, in Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr sie beibringen könnt. Bis jetzt findet ihr dort das Sitz, das Platz und auch das Bleib. Das könnt ihr schon mal mit eurem Hund üben. Weitere Kommandos, die wir ihr beigebracht haben, sind natürlich den Abruf, komm, das findet ihr mittlerweile auch schon in der Kategorie, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Weiterhin wichtig finde ich ein Guck-Kommando, das heißt, dass der Hund auf ein Kommando hin den Blickkontakt zu mir sucht. Dadurch kann ich während dem Spaziergang immer mal wieder abchecken, wie aufmerksam ist der Hund, bekomme ich noch die Aufmerksamkeit von meinem Hund. Und ist eigentlich für jedes Kommando die Grundvoraussetzung, bevor ich es wieder auflöse. Also sie muss, bevor jedes Kommando aufgelöst wird, einmal vorher mich anschauen und dann kann ich sie wieder freigeben. So weiß ich einfach, dass ich ihre Aufmerksamkeit habe und sie schafft es, sich schneller auf mich zu konzentrieren und nicht einfach nur da zu gucken, wo sie unbedingt hin will und mich total auszublenden. Dafür finde ich das Guck wirklich sinnvoll. Aber ich zeige euch das jetzt gleich mal im Video, wie das in echt aussieht. Sitz ist meistens das erste Kommando, was man seinem Hund beibringt. Und ich persönlich habe es so angefangen, dass nachdem der Hund das Sitz gelernt hat, dass ich es gleich so eingeführt habe, dass dieses Kommando auch genau so lange gilt, bis ich es mit OK wieder auflöse. Mehr dazu seht ihr aber im Video Sitz beibringen. Auf Sitz folgen normalerweise noch weitere Kommandos. Dies kann zum Beispiel sein, dass ich sie jetzt an- oder ableine, dass ich als nächstes den Blickkontakt von ihr erwarte. Meistens muss ich dazu auch gar nicht mehr groß was sagen, denn sie schaut dann von alleine zu mir auf. Es kann aber auch sein, dass ich sie danach freigebe, weil ich sie ja abgeleint habe und sie jetzt freilaufen lassen möchte. Oder aber, wenn wir an jemandem vorbeigehen, wo ich nicht möchte, dass sie hingeht, dann sage ich weiter und hier, dann muss sie bei Fuß bei mir weiterlaufen. Platz setze ich in der Regel ein, um der Mia eine Auszeit zu geben. Dies tue ich aber nie zu Hause auf ihrem Deckchen oder Bett, weil ich möchte, dass dies für sie ein positiver Ort bleibt. Und eine Auszeit ist ja doch schon so ein bisschen was wie eine Bestrafung und ich nicht möchte, dass sie ihr Bett, in dem sie schlafen soll, mit was Negativem assoziiert. Deswegen ist Platz eigentlich eher, wenn wir draußen unterwegs sind und sie zum Beispiel meine Kommandos ignoriert oder mich ignoriert. Und dann hole ich sie zu mir her, lege sie ins Platz und dann muss sie sich halt erstmal beruhigen, muss runterkommen. Und sobald sie eigentlich runtergekommen ist, kriege ich schon wieder ihre Blicke, denn sie weiß ja, dass sie nur nach dem Blickkontakt von mir freigelassen wird. Und sobald sie sich wieder ein bisschen beruhigt hat, gebe ich sie auch wieder frei. Sehr praktisch ist es auch noch, wenn zum Beispiel Kinder den Hund streicheln wollen und der Hund ist ein bisschen zu aufgedreht oder zu wild und die Kinder haben Angst, dann lasse ich die mir auch immer ins Sitz setzen, wenn es sehr kleine Kinder sind oder die Kinder sehr arg Angst haben, lasse ich sie auch ins Platz legen. Meistens ist es dann so, wenn die Kinder kommen und sie streicheln wollen, dass sie, wenn sie eh schon im Platz liegt, sich auf den Rücken rollt und sich den Bauch kraulen lässt. Und es ist für die Kinder viel angenehmer, wie wenn der Hund dauernd mit seinem Maul und den Zähnen versucht zu schnüffeln und zu lecken, das macht den Kindern Angst, da haben die dann meistens Schiss und werden zappelig und fuchteln mit den Händen rum oder quietschen und der Hund wird noch wilder. Deswegen ist es saupraktisch, den Hund einfach bei ängstlichen Kindern vorher auch ins Sitz oder Platz zu schicken. Oder natürlich, ihr sagt einfach nein. Aber ich persönlich finde es toll, wenn die Freunde von meinen Kindern kommen und die Mia streicheln wollen und ich sehen kann, wie sie nach und nach ihre Angst verlieren und wie mein Hund ihnen dabei hilft, die Angst vor diesen großen Hunden zu verlieren. So, das nächste wichtige Kommando finde ich ist aus, denn so kannst du nicht nur verhindern, dass der Hund auf dir rumkaut oder auf anderen Menschen, sondern du kannst auch, wenn der Hund unterwegs irgendwas findet und es aufnehmen möchte und essen möchte, kannst du ihn daran hindern,
Du kannst bewirken, dass er Spielzeug auslässt oder auch von jemandem ablässt. Also aus bedeutet im Endeffekt immer, nimm das aus dem Mund. Mir? Aus. So. Keine Chance. Mir? Aus. Wie du das beibringen kannst, das habe ich auch schon mal in einem Video gemacht. Dieses Video nennt sich Welpe beißt, wie kann man es am besten abgewöhnen. Dort ist ein Tipp von mir auch, dass man dem Hund das ausbeibringen soll. Und ich erkläre auch ein bisschen, wie man das am besten anstellt. Also schaut da am besten auch einfach mal rein, wenn euer Hund das aus noch nicht beherrscht. Ja, bleib benutze ich eigentlich gar nicht so oft, dadurch, dass ich die ganzen Kommandos sowieso so lange durchziehe, bis ich sie wieder auflöse, brauche ich das Bleib gar nicht so oft. Allerdings gibt es halt auch Situationen bei uns zu Hause zum Beispiel, wenn wir vor der Tür sitzen oder ich Wäsche aufhänge vor der Tür und mein kleiner Sohnemann, der ist 2 Jahre alt, der geht dann halt auch gerne mal auf eigene Faust aus dem Block raus und möchte auf den Spielplatz oder zu Freunden gehen. Und ich muss dann halt relativ oft hinterher sprinten und ihn wieder einsammeln. Und genau in diesem Fall ist es perfekt, dass die Mia das Bleib kann, weil ich kann sie dann bei uns vor der Haustür ins Sitz schicken und sie bleiben lassen und kann meinem Kind hinterherrennen und es einfangen. Und wenn die Mia mir halt hinterherrennt und ich habe sie zu Hause immer ohne Leine und sie kommt mir dann ohne Leine hinterher, es muss nur ein anderer Hund da sein, zu dem sie nicht hingehen soll. Und dann stehe ich da mit Hund ohne Leine und quengelndem Kind auf dem Arm. Deswegen ist das Bleib für die Situation echt perfekt. Ansonsten sage ich ihr das eigentlich gar nicht. Das nächste wichtige Kommando ist das Abbruchkommando. Das Abbruchkommando kann man sehr gut üben mit Futter. Da könnt ihr auch mal bei Welpe beißt, wie kann man es abgewöhnen, reinschauen. Da habe ich auch ein paar Beispiele reingemacht, wie man beim Futter dieses Abbruchsignal üben kann. Das funktioniert mittlerweile wirklich in so gut wie jeder Lebenslage, ob ich nicht möchte, dass sie irgendwo reingeht in ein Wegstück oder in einen Wald. Wenn ich nicht möchte, dass sie an jemandem, der uns vorbeiläuft, dahin geht und Hallo sagt. Wenn wir Wild sehen und sie interessiert sich dafür. Also im Endeffekt, egal was sie macht, wenn ich gerade dieses Abbruchsignal gebe, dann hört sie auf damit und schaut mich an und möchte wissen, was ich stattdessen tun soll. Ah. Super, gut gemacht. Ah. Sehr gut. Wenn ich das mehr als ein-, zweimal mache, dann reagiert Mia gar nicht mehr darauf, sondern schaut mich fragend an, ob sie es überhaupt nehmen darf. Sehr nützlich im Freigang ist auch das Kommando Steh. Damit kannst du deinen Hund deutlich einfacher lenken und dazu bringen, dass er in einem gewissen Radius um dich herum bleibt. Und gerade wenn der Hund in diesem Radius bleibt, hast du einfach bessere Chancen, dass der Hund auf dich reagiert und dich noch wahrnimmt. Wenn er viel zu weit weg ist, dann dringst du womöglich nicht mehr zu deinem Hund durch. Mia steht. Super, gut gemacht. Ja, sie darf auch zurückkommen beim Steh. Das ist in Ordnung. Sie darf auch dort stehen bleiben, sie darf nur nicht weitergehen. Und deswegen gibt es hier auch kein Okay, weil ich habe sie ja nicht hergerufen. Ich habe sie auch nicht ins Sitz geschickt, sondern sie ist von alleine gekommen, deswegen löse ich das auch nicht auf. Musste sie ja nicht machen. Mal gucken, ob wir es auch noch in der Variante kriegen, dass sie stehen bleibt. Mia, steh.
Der Superman. Gut. Steh. Weiter. Mia, steh. Hey. Okay, super. Und weiter. Hierher oder bei Fuß benutze ich im Freigang eigentlich nur, wenn wir zum Beispiel an einer kurzen Stelle vorbeigehen, wo ich nicht möchte, dass sie hingeht. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass Leute, die mir entgegenkommen, Angst vor dem Hund haben, dann tue ich ihnen einfach den Gefallen, rufe den Hund zu mir, lass ihn bei mir bei Fuß laufen und dann haben die anderen Leute ein bisschen mehr Sicherheit und brauchen nicht so viel Angst haben. Ja. 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 Super. Super. Hallo. So. Mia. Ja. Guck benutze ich eigentlich immer vor dem Auflösen eines Kommandos. Einfach damit, weil ich dann die Aufmerksamkeit des Hundes sofort bekomme und der Hund sich auf mich konzentriert. Und dadurch macht der Hund es auch jedes Mal wieder, weil er weiß, dass es der einzigste Weg ist, um die Freigabe zu erreichen. Guck ist auch sehr praktisch, wenn man unterwegs ist beim Spazierengehen und einfach mal überprüfen möchte, ob der Hund überhaupt noch mit dem Kopf da ist und auf einen reagiert. Okay. Jo, und dann wohl das absolut wichtigste Kommando, gerade wenn der Hund im Freigang unterwegs ist, ist das Komm, beziehungsweise hierher. Die Mia kann jetzt Gott sei Dank wieder komplett ohne Leine laufen. Wir mussten sie fast 2 Monate lang an der Schleppleine spazieren führen, weil einfach das Abrufkommando so ein bisschen, ja, sich verschlechtert hat. Sie war früher wirklich super abrufbar. Dann zu der Zeit, als ich für euch dieses Video mit dem Komm gemacht habe, ist es wieder ein bisschen schlechter geworden. Da haben wir dann auch nach diesen Tipps, die ich euch gegeben habe, geübt mit der Schleppleine. Mittlerweile ist die Mia 12 Monate, sie war zwar immer noch nicht heiß, aber die ersten Phasen der Pubertät haben wir schon mal geschafft. Sie hört wieder super auf das Rückrufkommando und daher darf ich sie auch Gott sei Dank wieder freilassen. Ich kann sie jetzt weitgehend komplett ohne Leine laufen lassen. Es gibt noch eine kleine Ausnahme und das ist halt einfach, wenn uns ein Hund entgegenkommt, der schon eine gewisse Größe hat und auch pöbelt oder bedrohlich wirkt. Da kommt bei meiner Mia dann halt einfach der Kangal raus, der Schutztrieb. Und da kann es dann natürlich auch passieren, dass wenn sie meint, der ist eine wirkliche Gefahr für mich, dass sie mein bei Fuß ignoriert und sich vor mich stellt, um den anderen abzuwehren. In so einem Fall leine ich sie dann natürlich doch an, einfach um dieses Verhalten noch in den Griff zu kriegen und um ihr zu zeigen, dass ich das gar nicht möchte, sondern dass ich mich selbst ganz gut wehren kann. Und schauen wir mal, ob das in den nächsten Wochen und Monaten sich auch noch verändert oder ob das halt so bleibt. Das kann natürlich auch sein. Bei einem Herdenschutzhund muss man immer damit rechnen, dass er Gefahr abwehren möchte. Das ist halt einfach so. Ja, meistens mache ich es dann so, dass ich sie halt zu mir herrufe. Das klappt auch wenn der andere Hund schon am Kläffen ist. Sie reagiert dann schon auf mich. Ich leine sie an, wir laufen aneinander vorbei und sobald wir einen Sicherheitsabstand haben und ich sicher gehen kann, dass der Hund nicht wieder zurückrennt zu dem anderen, dann lasse ich sie frei und ja, dann gehen wir ganz normal weiter. Sobald man mit mir irgendwo stehen bleibt, sieht man sie in dieser Position. Aufmerksam, die Umgebung bewachend. So ihr Lieben, das war ein kleiner Überblick über unsere Kommandos und wie die bei uns im Alltag so aussehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch ein bisschen inspirieren für ein paar neue Situationen oder ein paar neue Kommandos, die ihr eurem Hund vielleicht beibringen wollt. Oder vielleicht auch, wie ihr ein paar Situationen ein bisschen einfacher gestalten könnt durch ein Kommando. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich das eine oder andere Kommando der Mia beigebracht habe, dann schreibt mir doch einfach mal rein, was ihr genau wissen möchtet, welches Kommando ich behandeln soll.
Und dann mache ich da natürlich auch ein Schritt-für-Schritt-Video für euch, sodass ihr das eurem Hund genauso beibringen könnt. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Aufruf machen. Und zwar habe ich einen Interviewtermin zugesagt bekommen von Massi Samin. Das ist der Hundeflüsterer aus Köln, wie ihn die Medien nennen. Und der Mann ist Hundeverhaltenstherapeut. Er trainiert lustigerweise auch mit einem Kangal-Mädchen, das er liebevoll mein Mädchen nennt. Und ja, ich bekomme ein Interview mit ihm und ich möchte eure Fragen wissen. Was würdet ihr von einem Hundeverhaltenstherapeut wissen wollen, wenn ihr ihn denn fragen könnt? Schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf. Ansonsten muss ich meine Fragen nehmen und ich bin sicher, ihr würdet mit Sicherheit auch die eine oder andere Frage stellen wollen, wenn ihr den jungen Mann treffen würdet. Eine andere Sache möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen. Und zwar möchte ich ein riesengroßes Dankeschön an alle meine Zuschauer senden, die mir fleißig Nachrichten und E-Mails geschrieben haben und mir ihre Probleme mit ihren Hunden geschildert haben. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ihr so viel danach fragt und wollt, dass ich Videos über diese Themen mache. Allerdings muss ich euch jetzt eine Sache sagen, und zwar ist es so, dass gerade bei Problemverhalten man nicht einfach pauschale Tipps geben kann, mach das und das und dann klappt es wieder, sondern man muss erstmal die Situation sehen, man muss sehen, warum macht der Hund das, und dann muss man schauen, was man dabei machen kann. Aber ich kann euch jetzt ein ganz besonderes Angebot machen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, mir auf meiner Website im Kontaktformular eine E-Mail zu schicken und mir euer Problem zu schicken. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich dem gewachsen bin und dass ich euch helfen kann, dann komme ich natürlich liebend gern zu dir nach Hause mit der Mia. Und ich nehme meine Kamera mit, wir drehen ein Video einfach gemeinsam darüber, sodass die anderen Hundehalter, die dasselbe Problem haben, von dir und mir lernen können. Und somit ist doch allen geholfen. Also, wenn ihr dieses Problem wirklich habt, bevor ihr euch einen teuren Hundetrainer anlacht, und probiert es doch erstmal so aus. Gemeinsam können wir das Problem lösen und ich kann dir viele nützliche Tipps und Tricks an die Hand geben, sodass du auch weiterhin das Problemverhalten mit deinem Hund alleine bewerkstelligen kannst und alleine in den Griff bekommst. Sollte es nach einem Treffen sich natürlich nicht regeln, kannst du mich auch jederzeit gerne wieder anrufen und wieder herordern, und wir arbeiten so lange daran, bis du zufrieden bist. So, liebe Leute, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, und bis zum nächsten Mal.